about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Try-on-Fashion-Haul für euch, beziehungsweise ein Werbung versus Realität Video. So ein Video habe ich ja schon des Öfteren hier auf meinem Kanal hochgeladen. Das kam ganz gut bei euch an. Ich werde euch quasi zeigen, was der Online-Shop so verspricht, also die Bilder, und werde euch zeigen, wie das dann an mir aussieht. Und ich werde euch ein bisschen was dazu sagen, ob sie so ihr Versprechen halten, diese Online-Shops. Es hat sich einiges angesammelt, aber die Sachen sind top aktuell und es soll als kleine Inspiration für euch dienen. Vielleicht gefällt euch ja das eine oder andere Schätzchen von mir und ihr sagt euch, hey, ich muss unbedingt mal losgehen, muss mir das näher anschauen oder eben auch bestellen. Ich werde versuchen, alle Produkte mal unten in die Infobox zu setzen, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und ich werde es auch so machen, dass ich 2 Videos draus mache, weil es ist wirklich einiges, was hier vor mir liegt. Und ich möchte einfach nicht, dass das Video zu lange wird. Und ich würde sagen, wir starten durch. Ich zeige euch jetzt meine Schätze. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen mit dabei. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was so Neues bei mir einziehen durfte, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viel ist. Aber bitte wundert euch nicht, die Sachen habe ich mir nicht an einem Tag gekauft. Ne? Ich wollte es mal ganz kurz anmerken. Wir starten mal mit Bershka. Und zwar hat euch diese Bluse hier sehr, sehr gut gefallen. Die habe ich nämlich schon in Videos getragen. Und zwar sieht die so aus hier, wunderschön, mit diesen Ärmeln. Und sie ist sehr, sehr luftig. Hier hinten hat sie auch nochmal so ein schönes Detail. Die hat gekostet 19,90 Euro. Und die gefällt mir so, so gut. Die habe ich jetzt schon des Öfteren mit dieser Hose hier kombiniert. Die ist auch von Bershka, eine wunderschöne Farbe, gefällt mir super gut. 19,90 Euro habe ich dafür bezahlt, allerdings habe ich sie in XS genommen. Es wäre da jetzt doch besser gewesen, also sie sitzt schon sehr eng. Mir gefällt es sehr gut, ich mag das, aber wie gesagt, vielleicht wäre es besser gewesen, eine Nummer größer. Allerdings kombiniert eben mit dieser Bluse, die ja dann doch ein bisschen weiter ist, gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt auch schon des Öfteren hier so reingesteckt und die musste ich euch unbedingt heute zeigen. Diese Kombi, die werde ich auch morgen anziehen zu einem Blogger-Event. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich mir noch dieses Kleidchen hier mitgenommen. Allerdings hatte ich dazu noch keine Gelegenheit, das zu tragen. Das ist sehr raffiniert gemacht. Hier mit diesen Spaghetti-Trägern. Und schaut mal hier hinten, wie cool das aussieht. Und zwar wird es so gebunden hier hinten. Und dann hat es hier nochmal eben diesen großen Ausschnitt am Rücken für 35,99 Euro in Größe S. Mir gefällt auch die Länge sehr gut. Vorne ist es etwas kürzer geschnitten als hinten. Es ist auch wieder sehr, sehr luftig. Da freue ich mich schon drauf, das dann im Urlaub tragen zu können. Dann machen wir weiter mit Zara. Und zwar habe ich mir da eine schwarze Hose mitgenommen. Die ist sehr, sehr elegant. Gefällt mir sehr gut. Allerdings ist es so, dass mit diesem breiten Schnitt hier, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Also vielleicht ist es auch einfach nur Gewohnheit, dass ich eben engere Hosen trage. Aber da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und sie hat hier vorne auch nochmal richtig schön gemacht, diesen Bändel. Das kann man dann zumachen eben. Ist sehr hochgeschnitten. Für 25,95 Euro habe ich in XS genommen und auch sehr, sehr luftig. Wie gesagt, jetzt ideal für diese Jahreszeit, wenn man mal was Schickeres vorhat, gerade abends zum Beispiel mit einer schönen Bluse kombiniert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann machen wir weiter mit meiner liebsten Lieblingshose. Die ist so, so cool. Ich liebe diese Hose. Ich habe die schon so oft getragen. Hier mit diesen Details hier unten und hier mit diesen Applikationen. Ich habe sie genommen in Größe 34, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube 39,95 kann das sein. Also ich bin mir leider da nicht mehr sicher, aber ich habe sie vor ein paar Tagen noch entdeckt bei Zara. Also falls euch sowas gefällt, dann könnt ihr noch losgehen und sie kaufen. Dann habe ich mir noch eine liebste Lieblingshose mitgenommen, allerdings für etwas schickere Anlässe. Und zwar diese hier, auch wieder mit der Bügelfalte. Die hat genau die richtige Länge. Die ist genau richtig geschnitten für mich. Dieser dünne Gürtel hier, der war auch mit dabei. Ich habe wieder Größe 34 genommen.
Und ich meine, die hätte 29,95 gekostet. Also ich bin so, so glücklich, dass ich diese Hose habe, weil gerade wenn man mal irgendwie was Schickeres eben vorhat oder jetzt eben geschäftlich. Ich hatte die sogar auch schon bei einem Event an, beim Revlon-Event, und habe mir eine schwarze Bluse angezogen, die super edel ist, die zeige ich euch auch gleich. Und da war man einfach angezogen, ne? Hohe Schuhe an, vielleicht auch zum Beispiel High Heels. Und ja, da hat man ein schönes Outfit somit dann an. Und dann habe ich mir noch diese wunderschöne Bluse hier mitgenommen, eben auch bei Zara. Also ich habe mir das schon die ganze Zeit gewünscht, so eine Bluse mit solchen Ärmeln, und habe immer keine gefunden. Das war echt super schwierig. Das ist ein bisschen ätzend, so eine Bluse zu bügeln, das muss ich auch echt sagen, weil ja, hier einfach so viele Rüschen sind. Aber es sieht natürlich angezogen richtig cool aus. Und diese Bluse hier zum Beispiel habe ich eben auch schon mit der schwarzen Hose kombiniert. Die Bluse hier, die hat gekostet 29,95 €. Ein letztes Teil noch von Zara, und zwar dieses hier. Ja, ich habe mich mal getraut, sowas zu kaufen. Ich habe es allerdings noch nicht getragen. Hier ist noch das Etikett, 7,95 € habe ich dafür gezahlt. Ich habe das nämlich jetzt schon des Öfteren gesehen, dass die Frauen sich das einfach hier so drauf machen, gerade im Sommer, ne? Wenn man unterwegs ist, dann sind die Haare so ein bisschen nach hinten. Gefällt mir eigentlich total gut, aber ich habe die Befürchtung, dass mir das nicht wirklich gut steht. Ja, so, jetzt machen wir weiter mit Roamwear, und ich würde sagen, im nächsten Video zeige ich euch dann die Sachen von Shein und weitere Sachen von Bershka, beziehungsweise ich habe noch Schuhe, oh mein Gott, ich habe noch Schuhe von Zara. Wunderschöne Schuhe, dann machen wir es so, dass ich die euch dann auch im nächsten Video zeige. Die sind so ultra schön, also da müsst ihr unbedingt reinschalten in das Video, die sind granatenmäßig. Aber ich habe jetzt hier weiter alles gestapelt, deswegen machen wir hier weiter. Und zwar mit einem Schätzchen, eben wie gesagt von Roamwear. Ich wurde so, so oft auf dieses Kleid angesprochen. Der absolute Wahnsinn, und zwar in einem richtig krassen Rot. Hier sehr, sehr luftig. Allerdings ist es so, dass ich es mir leider eine Größe zu groß bestellt habe. Und somit habe ich einfach so ein Gürtelchen. Das mache ich mir dann einfach so um die Taille, sodass das enger ist. Und dann drapiere ich mir das noch so ein bisschen raus. Ihr seht es ja jetzt gerade angezogen. Und dieses Kleidchen hier kostet 13,38 €. Der absolute Wahnsinn. Und dann auch noch schulterfrei. Ich liebe schulterfreie Oberteile, das wisst ihr. Und mit den schwarzen langen Haaren. Ja, ich wurde schon gefragt, ob ich Spanierin wäre, ne? Also richtig genial. Ganz, ganz luftig, super angenehm. Trage ich wahnsinnig gerne dieses Kleidchen. Und ja, nicht wundern, ich habe mir jetzt hier überall so Preise dran gemacht, damit ich euch das eben sagen kann, was das jeweilige Produkt gekostet hat, weil ich mir das unmöglich merken kann. Aber das vielleicht dann ein bisschen besser für euch ist, wenn ihr den Preis dazu habt. Dann machen wir weiter mit diesem wunderschönen Oberteilchen hier. Jetzt fliegt der Preis gerade raus für 8,92 €. Und zwar sieht es so aus. Ich liebe diesen Stoff. Ich liebe einfach Oberteile in so einem Stoff, die ja, sehr, sehr hochwertig aussehen. Und hier mit diesem Detail, ne, könnt ihr ja sehen, es ist leider sehr kurz geschnitten. Deshalb ja, kann ich es euch jetzt nicht einblenden, wie es an mir aussieht. Aber ich finde es absolut fantastisch. Gerade dann zum Beispiel für einen Urlaub ideal. Und ich liebe dieses Oberteil. Hallo, für 9 €. Der Wahnsinn. Dann machen wir weiter ja, mit ein paar lustigen Sachen. Und zwar habe ich mir mal hier so Socken bestellt. Ich finde die Idee eigentlich richtig cool. Ich mag sowas. Es ist halt mal was Ausgefallenes. Ne? Das muss man mögen, klar. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich mich das trauen werde. Auf jeden Fall war das so eine Packung. Da waren eben mehrere Farben mit dabei. Und die haben gekostet 7,99 €. Hier steht's. Und dann habe ich mir noch so eine Netzstrumpfhose gekauft. Die ist richtig genial gemacht, also sehr, sehr außergewöhnlich. Die hat gekostet 4,45 €. Auch richtig genial, gerade unter der Jeanshose, ne, wenn man das dann so ein bisschen durchsieht. Und dann eben noch so eine kurze Version. Die haben gekostet 3,56 €. Dann weitere Netzstrumpfhosen. Das sind diese hier, die weißen. Da weiß ich nicht, ob ich die tragen werde. Ob ich mich das traue, die haben gekostet 4,45 €. Und diese in schwarz 3,56 €. Das ist allerdings eine lange und einfach, ja, jetzt mit nicht so großen Löchern. Ne? Und jetzt machen wir aber weiter mit richtig, richtig schönen Schätzen von Roamwear. Und zwar dieses tolle Kleidchen hier. Schaut mal, was ich für ein Monk bin. 12,49 €. Ja, darin seht ihr mal, wie ordentlich und gewissenhaft ich meine Hauls mache.
Oh Mann. Ja, also auf jeden Fall ist es wieder schulterfrei, richtig schön vom Stoff her, sehr, sehr angenehm, dann für den Sommer eben sehr edel, also für den Preis, da könnt ihr echt nichts falsch machen. Da verspricht Rome wird tatsächlich nicht zu viel, sondern die halten da wirklich ihr Versprechen, wie das eben auf dem Bild abgebildet ist. Was für ein Deutsch. So, dann machen wir weiter mit diesem Kleidchen hier. Finde ich auch richtig, richtig schön. Oh mein Gott, ich liebe dieses Kleidchen hier wieder mit den Ärmeln. Ihr könnt schon ein Schema erkennen, wo die Reise hingeht. Und zwar kostet dieses Kleidchen hier 18,73 €. Auch wieder richtig schön für den Sommer, wenn man am Strand irgendwie spazieren geht oder wenn man eben schnell rausgeht, was einkaufen mit Flipflops zum Beispiel oder eben dann auch mit hohen Schuhen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Dann machen wir mit einem Kleidchen weiter, das mich leider überhaupt nicht überzeugt hat. Das hat mir gar nicht gefallen. Das fand ich, sah auch auf dem Bild anders aus. Also mir steht es leider überhaupt gar nicht. Das kostet 12,49 €. Und also mir gefällt es leider nicht vom Stoff her. Das ist so ein komischer Stoff, so ein Stoff, worin man so schwitzt. War das jetzt gerade Deutsch? Worin man schwitzt? Nein, das war kein Deutsch, oder Heidi? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, also auf jeden Fall hat es hier auch wieder so Ärmelchen. Und wie gesagt, mir hat es jetzt leider nicht so gut gefallen. Aber was mir super, super gut gefallen hat, ist ja diese Bluse hier. Der Wahnsinn! Ich liebe diese Bluse. Ich liebe diesen Stoff, die Ärmel. Es ist zwar eine sehr kurze Bluse, das muss ich auch sagen. Die kostet 7,13 €. Leute, 7,13 €. Schulterfrei mit Ärmelchen. Ich liebe diese Bluse. Was soll ich sagen? Dann machen wir weiter mit einem Kleidchen, das mir leider gar nicht gefällt. Und zwar ist es dieses hier. Moment. Jetzt fallen mir hier die Zettel entgegen. Und zwar dieses Kleidchen hier, Mini-Jumpsuit, Playsuit, nennt es wie ihr es wollt. Es gefällt mir leider gar nicht. Und zwar gefällt mir der Stoff nicht. Das ist auch wieder so ein Schwitzi-Stoff. Und wie es mir steht, ist es einfach nichts. Das würde kosten 11,49 €. Ich habe halt vom Bild her gedacht, dass es ganz süß ist hier mit den Ärmelchen. Und also mir gefällt es leider nicht. So, hier habe ich jetzt noch was von Rome und zwar dieses Oberteil hier. Das gefällt mir so, so gut. Das ist so gehäkelt und eigentlich ist es wahrscheinlich ein Bikini-Oberteil, aber ich werde es definitiv auch mal so am Strand tragen, ohne damit ins Wasser zu gehen. Leider gab es dazu kein passendes Höschen, aber ich muss einfach mal gucken, was ich dann eben unten drunter anziehe. Vielleicht eben auch einen Rock, einen sehr luftigen, also einen dünnen Stoff und dann dieses Oberteil kombiniert, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. 8,92 €, wie gesagt, ich bin ein kleiner Honk oder Monk. Ich habe mir das alles hier dran gemacht mit Stecknadeln. Und ich würde sagen, im nächsten Video zeige ich euch dann die Bluse, von der ich euch vorhin erzählt habe, beziehungsweise die Schuhe, die sind richtig schön. Und auch hier bei dem nächsten Haul sind so, so schöne und edle Sachen dabei. Eine Kleinigkeit kann ich euch ja zeigen, da haben mich auch super viele danach gefragt, und zwar dieses Kleidchen hier oder zum Beispiel etwas Lustiges, ich halte es kurz hoch, habt ihr vielleicht auch in meinem Blog gesehen, ja dieses Badetuch, was alle Blicke irgendwie, habe ich das Gefühl, auf sich zieht, unbeabsichtigt, aber es ist so cool, meine Kinder lieben es. Und das alles zeige ich euch, wie gesagt, im nächsten Video, sonst wird dieses Video hier zu lange. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Schaut auf jeden Fall unten in die Infobox, ich versuche euch alles zu verlinken. Und wie gesagt, bis auf das eine Kleidchen hier, das mir überhaupt nicht gefallen hat, und das weiße hier hat sich da Rome überhaupt nicht lumpen lassen. Also es ist überhaupt gar keine Frage, es war wirklich alles so wie eben beschrieben. Wegen den Größen, da müsst ihr halt einfach echt gucken, müsst das abmessen. Ich habe da immer so ein, wie heißt denn das dann, wenn es für den Körper ist, so ein Maß, also nicht Metermaß, sondern wie heißt denn das dann? Maßband. So, jetzt habe ich es. Ich habe dann so ein Maßband und dann messe ich eben so die Taille und den Brustumfang und die Oberschenkel zum Beispiel, ne, wenn es halt eine Jeanshose ist, und dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Und von der Wartezeit der Lieferung muss ich auch sagen, das ist total variiert, also es ist total unterschiedlich,
Das kann man so eigentlich gar nicht genau sagen. Manchmal warte ich eine Woche, manchmal zwei Wochen und es ist total unterschiedlich, ja. Jo, dann beenden wir jetzt an dieser Stelle mal dieses Video. Schaut auf jeden Fall im nächsten Haul noch mit rein oder in meine beiden letzten Videos, da würde ich mich auch freuen. Abonnieren ist natürlich kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!